Flottenkommandant an Vesta, Ihre Kampfflieger sollen den sich nähernden Feind angreifen. Captain McDougan von der Vesta an feindliche Schiffe. Mac, was zum Teufel tun Sie da? Sie sollen absolute Funkstille halten. Mackie, lang nichts von Ihnen gehört. John, ziehen Sie sich lieber zurück. Ihr Plan wird nicht funktionieren. Tatsache ist, Proxima 3 gehört zum Hoheitsbereich der Erde. Wir können nicht zulassen, dass die Kolonie sich abspaltet. Sie hat sich losgesagt, nachdem Clark zivile Ziele beschießen ließ. Wie soll man sich bei einem illegalen Befehl verhalten? Man verweigert ihn. Wir waren nicht beteiligt. Wir haben niemanden angegriffen. Aber Sie haben es doch vor. Jede Aktion, die aufgrund eines illegalen Befehls erfolgt, macht Sie zum Mitschuldigen. Seien Sie vernünftig, Mackie. Präsident Clark hat die Übersicht verloren. Er hat Ihnen eine illegale Aktion befohlen. Damals auf der Akademie haben Sie uns mit moralischen Konfliktsituationen konfrontiert. Sie sagten, Soldaten sind keine Maschinen. Sie müssen denken und sie müssen entscheiden, ob ein Befehl moralisch ist oder nicht. Hören Sie auf das, was Ihr Gewissen Ihnen sagt. Wir haben optimale Schussdistanz erreicht. Dieser verdammte McDougan, ich habe immer gesagt, dass er kein guter Soldat ist. Also bitte, dann wollen wir die Sache mal beschleunigen. Feuer frei! Die Herakles hat das Feuer eröffnet. Die anderen Zerstörer wollen sie unterstützen. Sie starten ihre Kampfflieger. Verdammt. Na gut. An alle Schiffe. Feindliche Schiffe angreifen. Feuern Sie nach eigenem Ermessen. Achtung, Feuer frei. Delta 4, Achtung, hinter dir! Ausweichen! Ich wiederhole, ausweichen! Bleibt denn unsere Verstärkung? Wo befindet sich die Vesta? Sie fällt zurück, sie greift den Feind nicht an. McDougan! Sie erhalten einen direkten Befehl des Flottenkommandanten. Sie werden die feindlichen Schiffe auf der Stelle angreifen. Haben Sie verstanden? Greifen Sie die feindlichen Schiffe sofort an! Negativ, Flottenkommandant. Ich werde keine illegalen Befehle ausführen. Dafür kommen Sie vors Kriegsgericht. Ist Ihnen das klar? Commander Philby, Kraft der mir verliehenen Befugnisse befördere ich Sie hiermit zum Captain. Sie werden Captain McDougan ablösen. Sie führen die Vesta sofort in die Schlacht. Haben Sie verstanden, Commander? Ich wusste ja immer, dass Sie befördert werden wollen, Bob. Aber dass Sie so scharf auf meinen Job sind, überrascht mich. Die Vesta ändert ihren Kurs. Pollux und Herakles wurden getroffen, kämpfen aber weiter. Juno, Nemesis und die Kampfflieger nähern sich uns, greifen aber nicht an. Wir müssen unbedingt wissen, auf wen wir unsere Feuerkraft konzentrieren sollen. Bringen Sie uns auf Kurs gegen die Kampfflieger. Die anderen konzentrieren sich auf die Pollux und die Herakles. Wir müssen erkennen, wer gegen uns ist. Sheridan an Captain Eklund. Wir nähern uns Ihrer Position, haben aber nicht die Absicht, das Feuer zu eröffnen. Ich wiederhole, wir haben nicht die Absicht, das Feuer zu eröffnen. Wenn Sie und Ihre Kampfflieger die Zielerfassungssysteme nicht aktivieren, betrachten wir Sie nicht als Gegner und werden nicht angreifen. Wie reagieren Sie? Bisher gar nicht. Vielleicht warten Sie, bis wir näher kommen, um einen Volltreffer zu landen. Das werden wir gleich herausfinden. Sheridan an alle Kampfflieger. Die feindlichen Kampfflieger nicht angreifen. Sie sind nicht feuerbereit. Wiederhole, sie sind nicht feuerbereit. Das kam von der Vesta.